Der Tirol TV Buchtipp wird Ihnen präsentiert von der Wagnerischen Buchhandlung. Hallo, mein Name ist Evelyn Unterfrauner, ich bin Bloggerin aus Innsbruck und sitze heute mit der lieben Lena das erste Mal im Jahr 2018 hier zusammen. Und wir werden heute zwei Januar-Neulinge vorstellen, nämlich einmal Ratatatam, mein Herz von Franziska Seibold und du wirst uns Wolfswut von Andreas Gößling vorstellen. Dann fange ich doch direkt mal an. Der Krimi. Eigentlich darauf aufmerksam geworden bin ich dadurch, dass mir das Cover nicht so gut gefallen hat. Mhm. Also es ist etwas, ich merke immer wieder, dass ich auch sehr viel auf Cover achte, wenn ich Bücher kaufe. Und das ist, was mich eher so ein bisschen abschreckt. Vielleicht durch das extreme Rot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nichtsdestotrotz habe ich dann angefangen, es zu lesen und war total begeistert. Das beruht auf einem wahren Fall, der sich vor einigen Jahren in Deutschland wirklich abgespielt hat. Mhm. Und der Gößling bearbeitet diesen Fall. Die Fakten, die sozusagen in der Öffentlichkeit zutage gekommen sind, werden in diesem Buch auch verarbeitet. Mhm. Es geht um einen Familienvater, der ein gutbürgerliches Leben geführt hat, nie auffällig geworden ist, mittlerweile verstorben ist, woraufhin dann seine Tochter die Hinterlassenschaften regelt und dabei einen Schlüssel entdeckt zu einem alten Fabrikgebäude, mhm. was von außen total zerfallen aussieht. Und sie wundert sich, dass ihr Vater überhaupt sowas gemietet hat, geht mit ihrem Schlüssel dann auch in dieses Gebäude rein und entdeckt dort Fässer, wo Frauenleichen aufbewahrt sind. Und dann geht es natürlich darum, diesen Fall aufzuklären. Mhm. War es wirklich ihr Vater oder nicht? Kurz darauf passiert ein weiterer Mord und das ermittelnde Duo muss dann dem Ganzen natürlich auf den Grund gehen. Und der Fall weist die gleichen Indizien oder halt Anzeichen auf, dass es eigentlich der gleiche Täter gewesen sein sollte. Dieser aber schon verstorben. Mhm. Und dann geht es natürlich, was ist da eigentlich genau passiert? Das wirklich Schöne oder Spannende fand ich daran, dass er halt wirklich schön rasant erzählt ist. Das heißt, man fängt an der ersten Seite an und zack, will weiterlesen, was ist eigentlich genau passiert. Und das finde ich beim Krimi auch immer, abgesehen natürlich von der Sprache und auch von wie ist der Fall letztlich aufgebaut, ist das was total wichtig ist, dass man da was hat, mit dem man wirklich auch gut unterhalten wird. Und das kann ich hier definitiv bestätigen. Ja, ich würde sagen, fast schon angsteinflößend, womit ich auch schon bei dem Thema meines Buches wäre. Man könnte sagen, es handelt sich um ein Sachbuch. Ratatatam, mein Herz, ist von Franziska Seibold geschrieben und handelt eben über Angststörungen. Sie schreibt aus autobiografischer Perspektive über sich selbst. Sie leidet unter Angststörungen, wie eben jeder Sechste in Deutschland auch. Mhm. So schreibt sie das zumindest in ihrem Buch. Und ja, sie sieht diese Angst eigentlich in personifizierter Form als ihren Begleiter. Die Angst begleitet sie zu Events, zu Veranstaltungen, vor allem beim Arzt oder eben auch beim Reden vor der Gruppe. Ist diese Angst omnipräsent, führt teilweise auch dazu, dass sie in Ohnmacht fällt. Und ja, sie erzählt uns das auf eine recht sarkastische Art und Weise über diese 250 Seiten hinweg. Und man fragt sich, woher nimmt sie diese Entspanntheit in diesem ganzen Thema eigentlich her? Und ja, schreibt bewusst nicht unter einem Pseudonym, sondern hat ihren eigentlichen Namen auch auf dem Buchdeckel draufschreiben lassen und möchte somit eigentlich anderen auch Mut machen, dass sie zu ihrer Angststörung stehen. Sollte noch viel präsenter in der Gesellschaft eigentlich diskutiert werden. Und dafür steht ihr Buch. Und deshalb ziehe ich auch meinen Hut vor der Frau Seibold, dass sie dieses Thema eigentlich aufs Tapet bringt und ein etwas anderes Sachbuch in die Buchläden bringt. Ja. Das finde ich spannend mit so Erfahrungsberichten letztlich. Und gerade, wie du ja schon sagtest, das ist ein Thema auch, glaube ich, was einfach viel zu wenig eigentlich besprochen wird und trotzdem aber so viele Menschen davon in dem Sinne betroffen sind. Genau. Also tatsächlich hat mich das Buch als Überraschungspaket vom Verlag erreicht mit einem persönlichen Brief der Lektorin, die eben dieses Buch einmal mehr verschiedenen Bloggern ans Herz legen wollte. Und ja, dieses Angebot habe ich gerne angenommen. Und ich denke, wir haben ja so zwei schöne Bücher heute vorgestellt. Und vielen Dank dafür, Lena, dass du das mit mir gemacht hast. Ja, danke ebenfalls. Und wir freuen uns auf weitere Buchsendungen im Jahr 2018. Genau.